Der Gesang der Toten, die Meeresstraße. Die Meeresstraße war damals breiter, erzählte Stella Flanders ihren Urenkeln im letzten Sommer ihres Lebens, dem Sommer, bevor sie Gespenster zu sehen begannen. Die Kinder schauten sie mit großen, fragenden Augen an, und ihr Sohn Alden drehte sich nach ihr um. Er saß auf der Veranda und schnitzte. Es war Sonntag, und sonntags fuhr Alden nie mit dem Boot hinaus. Ganz egal, wie hoch der Hummerpreis auch sein mochte. »Was meinst du damit, Oma?« fragte Tommy, aber die alte Frau gab keine Antwort. Sie saß schweigend in ihrem Schaukelstuhl neben dem kalten Ofen und mit ihren Pantoffeln streifte sie leise über den Fußboden. »Was meint sie damit?« fragte Tommy seine Mutter. Lois schüttelte nur lächelnd den Kopf und schickte die Kinder mit Milchkannen zum Bärenpflücken. Stella dachte, sie hat es vergessen. Oder sie hat es nie gewusst. Die Meeresstraße war früher breiter gewesen. Wenn jemand das wissen konnte, so war es Stella Flanders. Sie war 1884 geboren. Sie war die älteste Bewohnerin von Goat Island. Und sie war in ihrem Leben nie auf dem Festland gewesen. »Liebst du?« Diese Frage quälte sie jetzt oft. Und dabei wusste sie nicht einmal, was sie eigentlich zu bedeuten hatte. Der Herbst kam, ein kalter Herbst, ohne den notwendigen Regen, der den Bäumen erst ihre herrlichen Farben schenkte. Es regnete weder auf Goat Island noch auf Rakenheath, jenseits der Meeresstraße auf dem Festland. Der Wind blies in jenem Herbst lange, kalte Töne, und Stella spürte, wie jeder dieser Töne in ihrem Herzen widerhallte. Am 19. November, als der erste Schnee von einem Himmel fiel, der die Farben weißen Chroms hatte, feierte Stella ihren Geburtstag. Die meisten Dorfbewohner kamen zum Gratulieren. Hattie Stoddard kam, deren Mutter 1954 an einer Brustfellentzündung gestorben und deren Vater 1941 mit dem Dancer untergegangen war. Es kamen Richard und Mary Dodge. Richard, der von schwerer Arthritis geplagt wurde, humpelte mühsam am Stock den Pfad zu ihrem Haus empor. Natürlich kam auch Sarah Havelock. Sarahs Mutter Annabelle war Stellas beste Freundin gewesen. Sie hatten gemeinsam die Inselschule besucht, von der 1. bis zur 8. Klasse. Und Annabelle hatte Tommy Frank geheiratet, der sie in der 5. Klasse an den Haaren gezogen und zum Weinen gebracht hatte, ebenso wie Stella Bill Flanders geheiratet hatte, der einmal alle ihre Schulbücher, sie hatte sie unter den Arm geklemmt gehabt, mit einem kräftigen Stoß in den Dreck befördert hatte. Aber sie hatte sich die Tränen verbissen. Jetzt waren sowohl Annabelle als auch Tommy tot. Und von ihren 7 Kindern lebte nur noch Sarah auf der Insel. Ihr Mann, George Havelock, den alle nur Big George genannt hatten, war 1967, jenem Jahr, als man vom Fischfang nicht leben konnte, drüben auf dem Festland eines grässlichen Todes gestorben. Ihm war versehentlich die Axt ausgerutscht. Es hatte Blut gegeben. Zu viel Blut. Und 3 Tage später war er auf der Insel beerdigt worden. Und als Sarah zu Stellas Geburtstag kam und weinend herzlichen Glückwunsch Oma rief, nahm Stella sie fest in ihre Arme und schloss die Augen. »Liebst du?« Aber sie weinte nicht. Es gab einen riesigen Geburtstagskuchen. Hattie hatte ihn zusammen mit ihrer besten Freundin Vera Spruce gebacken. Die ganze Gesellschaft sang »Happy Birthday to you« so laut, dass sie sogar den Wind übertönte, zumindest für kurze Zeit. Sogar Alden sang mit, obwohl er normalerweise nur »Onward Christian Soldiers« und die Doxologie in der Kirche sang und ansonsten nur die Lippen bewegte mit gesenkten und hochroten Henkelohren. Auf Stellas Kuchen brannten 95 Kerzen, und trotz des Singens hörte sie den Wind, obwohl ihr Gehör nicht mehr so gut wie früher war. Sie hatte den Eindruck, als riefe der Wind ihren Namen. »Ich war nicht die Einzige«, hätte sie Lois Kindern erzählt, wenn sie gekonnt hätte. »Zu meiner Zeit gab es viele, die auf der Insel lebten und starben. Damals gab es noch kein Postboot. Bulls Mais brachte die Post mit. Es gab auch keine Fähre, wenn man auf Rakenheath etwas zu erledigen hatte, brachte der Ehemann einen mit dem Hummerfangboot hin. Wenn ich mich recht erinnere, so gab es bis 1946 auf der Insel kein Wasserklosett. Es war Bulls Sohn Harold, der das erste einbauen ließ, ein Jahr nachdem Bull beim Netzeauslegen an einem Herzschlag gestorben war. Ich erinnere mich noch daran, wie sie Bull nach Hause trugen. Ich erinnere mich daran, dass sie ihn in eine Plane gehüllt rauftrugen und dass einer seiner grünen Stiefel herausragte. Ich erinnere mich.« Und die Kinder hätten gefragt, »Woran, Oma, woran erinnerst du dich?« Was hätte sie ihnen geantwortet?
War da sonst noch etwas gewesen? Am ersten Wintertag, etwa einen Monat nach der Geburtstagsfeier, öffnete Stella die Hintertür, um Brennholz zu holen, und entdeckte auf der Veranda einen toten Sperling. Sie bückte sich schwerfällig, hob ihn an einem Bein hoch und betrachtete ihn. »Erfroren«, murmelte sie, und etwas in ihrem tiefsten Innersten sagte ein anderes Wort. Es war 40 Jahre her, seit sie einen erfrorenen Vogel gesehen hatte, 1938, in jenem Jahr, als die Meeresstraße zugefroren war. Sie schauderte, hüllte sich fester in ihren Mantel und warf den toten Sperling im Vorbeigehen in den alten, rostigen Verbrennungsofen. Es war ein kalter Tag, der Himmel war klar und tiefblau. Am Abend ihres Geburtstages war Schnee gefallen, aber er war kurz darauf getaut, und seitdem hat es nicht mehr geschneit. »Jetzt wär's aber langsam Zeit«, sagte Larry McKean vom Kaufladen der Insel weise, als wollte er den Winter herausfordern, doch fern zu bleiben. Am Holzstapel angelangt, nahm Stella sich einen Arm voll Scheite und trug sie zum Haus. Ihr klar umrissener Schatten folgte ihr. Als sie die Hintertür erreichte, wo der Vogel gelegen hatte, sprach plötzlich Bill zu ihr. Aber der Krebs hatte Bill vor 12 Jahren dahingerafft. »Stella«, sagte Bill. Und sein Schatten fiel neben sie, er war länger als ihr eigener, aber ebenso scharf umrissen. Der Schirm seiner Mütze war fröhlich seitwärts gedreht, sie sah es an seinem Schatten. So hatte er die Mütze immer aufgesetzt. Stella spürte, wie ihr ein Schrei in der Kehle stecken blieb, er war zu gewaltig, um ihr über die Lippen zu kommen. »Stella«, sagte er wieder, »wann kommst du rüber zum Festland? Wir holen uns Norm Jollys alten Ford und fahren nur so zum Spaß zu Beans ins Freeport. Was hältst du davon?« Sie drehte sich abrupt um und hätte dabei fast ihr Holz fallen gelassen. Niemand war da. Ihr Hinterhof erstreckte sich ein Stück hügelabwärts. Unten war die wilde, weiße Grasfläche und dahinter, ganz am Ende, lag klar umrissen die Meeresstraße, die ihr heute breiter als sonst erschien, und dahinter das Festland. »Oma, was ist eigentlich eine Meeresstraße?« hätte Lona sie fragen können. Obwohl sie es nie getan hätte. Und Stella hätte ihr die Antwort gegeben, die jeder Fischer auswendig hersagen konnte. Eine Meeresstraße ist ein Wasserstreifen zwischen Land auf zwei Seiten. Ein Wasserstreifen, der an beiden Seiten offen ist. Es gab einen alten Witz der Hummerfänger, der so ging. Wisst ihr, was es bringt, Jungs, bei dichtem Nebel den Kompass abzulesen? Man stellt dabei fest, dass zwischen Jonesport und London eine mächtig breite Meeresstraße verläuft. Meeresstraße. Das ist das Wasser zwischen der Insel und dem Festland, hätte sie näher ausführen können, während sie ihren Sirupkuchen und heißen Tee mit Zucker gab. So viel weiß ich genau. Das weiß ich so gut wie den Namen meines Mannes und wie er seine Mütze aufzusetzen pflegte. Oma, hätte Lona weiterfragen können, wie kommt es, dass du nie auf der anderen Seite der Meeresstraße gewesen bist? Liebling, hätte sie dann geantwortet, ich habe nie einen Grund dafür gehabt. Im Januar, 2 Monate nach der Geburtstagsfeier, fror die Meeresstraße zum ersten Mal seit 1938 zu. Über den Rundfunk wurden Insel- und Festlandbewohner gewarnt, dem Eis noch nicht zu trauen, aber Stevie McClelland und Russell Bowie holten nach einem langen Nachmittag, den sie mit Apfelwein trinken verbracht hatten, trotzdem Stevies großes Schneemobil raus, und natürlich brach es im Eis ein. Stevie gelang es, das Ufer zu erreichen, obwohl ihm dabei ein Fuß abfror. Doch Russell Bowie verschlang die Meeresstraße und trug ihn davon. Am 25. Januar fand ein Gedächtnisgottesdienst für Russell statt. Stella ging am Arm ihres Sohnes Alden hin, und er formte lautlos die Worte der Hymnen und brummte kräftig mit seiner misstönenden Stimme die Doxologie vor dem Segen. Danach saß Stella mit Sarah Havelock und Hattie Stoddard und Vera Spruce im Schein des Holzfeuers im Untergeschoss der Gemeindehalle, wo ein Leichenschmaus für Russell stattfand, bei dem es Punsch und hübsche kleine dreieckige Käsesandwiches gab. Die Männer gingen natürlich öfters mal hinaus, um etwas Stärkeres als Punsch zu kippen. Russell Bowies Witwe saß wie betäubt mit roten Augen neben Evil McCracken, dem Geistlichen. Sie war im 7. Monat schwanger, es würde ihr 5. Kind sein. Und Stella, die in der Wärme des Holzofens halb vor sich hindöste, dachte, sie wird die Meeresstraße schon bald überqueren, nehme ich an. Vermutlich wird sie nach Freeport oder Leaveston ziehen und dort als Kellnerin arbeiten. Sie wandte sich wieder Vera und Hattie zu, um zu hören, worüber gerade geredet wurde. »Nein, ich hab's nicht gehört«, sagte Hattie. »Was hat Freddy denn gesagt?« Sie sprachen von Freddy Dinsmore, dem ältesten Mann auf der Insel. »Aber 2 Jahre jünger als ich«, dachte Stella befriedigt.
der 1960 seinen Laden an Larry McKean verkauft hatte und jetzt im Ruhestand war. Er hat gesagt, er hätte Sonnenwinter noch nie erlebt, sagte Vera und holte ihr Strickzeug hervor. Er sagt, dieser Winter würde die Leute krank machen. Sarah Havelock schaute Stella an und fragte, ob sie schon mal so einen Winter erlebt hätte. Immer noch war kein Schnee gefallen, die Erde war nackt und braun und gefroren. Am Vortag war Stella etwa 30 Schritt weit übers hintere Feld gegangen und hatte ihre rechte Hand in Oberschenkelhöhe waagerecht gehalten und mit einem Geräusch wie von zerbrechendem Glas war das Gras klirrend abgeknickt. »Nein«, sagte Stella, »die Meeresstraße ist 38 schon einmal zugefroren, aber damals gab es Schnee. Erinnerst du dich noch an Bull Simms, Hattie?« Hattie lachte. »Ich glaube, ich habe immer noch die blauen Flecken von der Neujahrsfeier 53, als er mir auf meinen Allerwertesten schlug. Er hat so fest zugeschlagen. Was war mit ihm?« »Bull und mein Mann haben in jenem Jahr einen Ausflug aufs Festland gemacht«, sagte Stella. »Im Februar 1938 war das. Sie sind auf Schneeschuhen bis zu Dorrit's Tavern auf Raccoon Head gelaufen, haben dort jeder einen Whisky getrunken und sind da wieder zurückgekommen. Sie wollten, dass ich mitgehe. Sie waren wie zwei kleine Jungen, die sich aufs Schlittenfahren freuen.« Sie schauten Stella an, tief bewegt von diesem alten Wunder. Sogar Vera schaute sie mit großen Augen an, und Vera hatte die Geschichte bestimmt früher schon mal gehört. Wenn man den Geschichten Glauben schenken wollte, so hatten Bull und Vera einmal was miteinander gehabt. Obwohl es, so wie es jetzt aussah, schwer fiel zu glauben, dass sie jemals so jung gewesen war. »Und du bist nicht mitgegangen?« fragte Sarah, die vielleicht die weite Fläche der Meeresstraße vor ihrem geistigen Auge sah, so weiß, dass sie in der kalten Wintersonne bläulich schimmerte. Das Funkeln der Schneekristalle des näherrückenden Festlandes. Ja, über das Meer zu wandeln wie Jesus über den See. Die Insel einmal, ein einziges Mal im Leben zu Fuß verlassen. »Nein«, sagte Stella. Sie wünschte mit einem Mal, sie hätte auch ihr Strickzeug mitgebracht. »Ich bin nicht mitgegangen.« »Warum denn nicht?« fragte Hattie fast entrüstet. »Es war Waschtag«, antwortete Stella ziemlich barsch. Und dann brach Missy Bowie, Russells Witwe, in laute Schluchzen aus. Stella blickte hinüber, und da saß Bill Flanders in seiner rot-schwarz karierten Jacke, die Mütze schief auf dem Kopf, und rauchte eine Herbert Terryton, während er sich eine zweite für später hinters Ohr gesteckt hatte. Ein Moment lang stand ihr fast das Herz still. Sie stöhnte leise auf, aber genau in diesem Augenblick zerbarst ein Knochen im Ofen mit einem Geräusch wie ein Gewehrschuss, und keine ihrer Freundinnen hörte ihr stöhnen. »Armes Ding«, sagte Sarah fast zärtlich. »Sie sollte froh sein, diesen Taugenichts los zu sein«, knurrte Hattie. Sie suchte nach den richtigen Worten, um den verstorbenen Russell Bowie zu charakterisieren, und drückte die bittere Wahrheit schließlich folgendermaßen aus. »Der Mann war doch im Grunde genommen ein richtiger Luftikus und Liederjan. Keine Träne würde ich dem Kerl nachweinen.« Stella hörte kaum hin. Da saß Bill, so dicht neben Reverend McCracken, dass er ihn ohne weiteres hätte in die Nase zwicken können, wenn ihm der Sinn danach gestanden hätte. Er sah nicht älter als 40 aus. Die Krähenfüße um seine Augen herum, die sich später so tief eingegraben hatten, waren kaum zu sehen. Und er trug seine Flanellhose, seine Gummistiefel und darunter die grauen Wollsocken, die sorgfältig um die Stiefelschäfte umgeschlagen waren. »Wir warten auf dich, Stell«, sagte er. »Du musst rüberkommen und dir das Festland anschauen. Dieses Jahr wirst du nicht mal Schneeschuhe brauchen.« Da saß er in der Gemeindehalle, so groß wie eh und je, und dann explodierte wieder ein Knochen im Ofen, und er war plötzlich verschwunden. Und Reverend McCracken fuhr fort, Missy Bowie zu trösten, so als wäre nichts geschehen. An jenem Abend rief Vera Annie Phillips an und erwähnte im Laufe des Gesprächs, dass Stella Flanders nicht gut aussehe, gar nicht gut aussehe. Alden hat bestimmt einen ganz schönen Kampf auszufechten, um sie von der Insel wegzubringen, wenn sie krank würde, sagte Annie. Annie mochte Alden, weil ihr eigener Sohn Toby ihr erzählt hatte, dass Alden nichts Stärkeres als Bier trank. Annie selbst war strikte Antialkoholikerin. Er würde sie überhaupt nicht von ihr wegkriegen, sei denn sie liege schon im Koma, sagte Vera. Wenn Stella Frosch sagt, hüpft Alden. Weißt du, mit Aldens Verstand ist sie ja nicht allzu weit her. Stella sagt ihm immer, was er zu tun hat. »Tatsächlich?« In diesem Moment setzte ein metallisches Knacken in der Leitung ein. Sekundenlang konnte Vera Annie Phillips noch hören, nicht die Worte, nur die Stimme im Hintergrund des Knackens. Und dann war die Leitung tot. Ein besonders heftiger Windstoß hatte die Telefonkabel runtergefegt, vielleicht in Godlands Pond, vielleicht auch unten in der Bucht.
Möglicherweise waren sie auch auf der anderen Seite der Meeresstraße, auf Raken Heath, runtergekommen. Manche Leute sagen vielleicht sogar, und das nur halb im Scherz, dass Russell Bowie eine kalte Hand emporgestreckt und das Kabel heruntergerissen hatte, um den Inselbewohnern einen Streich zu spielen. Keine 700 Fuß entfernt lag Stella Flanders unter ihrer Steppdecke und lauschte Eldens Schnarchkonzert im Nebenzimmer. Sie tat es, um nicht dem Wind lauschen zu müssen. Aber sie hörte den Wind trotzdem. Oh ja. Er fegte über die gefrorene Fläche der Meeresstraße, anderthalb Meilen Wasser, die jetzt mit Eis überzogen waren. Eis, unter dem sich Hummer und Barsche verbargen, und vielleicht auch die gespenstisch tanzende Leiche von Russell Bowie, der jedes Jahr im April ihren Garten umgegraben hatte. »Wer wird in diesen April umgraben?« fragte sie sich, während sie zusammengerollt und fröstelnd unter der Steppdecke lag. Und wie im Traum, den man in einem Traum sieht, antwortete ihre Stimme ihrer Stimme. »Liebst du?« Der Wind heulte und rüttelte am Winterfenster. Es kam ihr so vor, als spräche das Winterfenster zu ihr, aber sie wandte ihr Gesicht ab und weinte nicht. Aber Oma, hätte Lona sie vielleicht weiter bedrängt. Sie gab nie auf. Lona nicht. Sie glich darin ihrer Mutter und ihrer Großmutter. Du hast uns immer noch nicht erklärt, warum du nie die Meeresstraße überquert hast. Nun, mein Kind, ich hatte immer alles, was ich wollte, hier auf Goat Island. Aber die Insel ist doch so klein. Wir wohnen in Portland. Dort gibt's Busse, Oma. Ich sehe im Fernsehen zur Genüge, was in den großen Städten los ist. Nein, ich bleibe lieber, wo ich bin. Hal war jünger, aber einfühlsamer. Er hätte sie nicht so bedrängt wie seine Schwester, aber seine Frage wäre näher an den Kern der Sache herangekommen. Wolltest du nie das Festland sehen, Oma? Nie? Und dann hätte sie sich vorgebeugt und seine kleinen Hände in die ihrigen genommen und ihm erzählt, wie ihre Eltern kurz nach der Hochzeit auf die Insel gekommen waren und wie Bull Sines Großvater Stellas Vater als Lehrling auf sein Boot genommen hatte. Und sie hätte ihnen erzählt, dass ihre Mutter viermal schwanger gewesen war, aber einmal davon eine Fehlgeburt gehabt hatte. Ein zweites Baby war eine Woche nach seiner Geburt gestorben. Ihre Mutter hätte die Insel verlassen, wenn man das Kind im Krankenhaus auf dem Festland hätte retten können, aber bevor ihr dieser Gedanke überhaupt kam, war schon alles vorbei. Sie hätte den Kindern erzählt, dass sich Bill bei ihrer Großmutter Jane als Geburtshelfer betätigt hatte, sie hätte ihnen verschwiegen, dass er hinterher ins Badezimmer gegangen war und sich zuerst übergeben und dann geweint hatte wie eine hysterische Frau, die besonders starke Menstruationsbeschwerden hatte. Jane hatte damals natürlich schon mit 14 die Insel zum ersten Mal verlassen, um auf dem Festland die Highschool zu besuchen. Damals heirateten die Mädchen nicht mehr so früh, und als Jane mit dem Boot abgefahren war, in jenem Monat war Bradley Maxwell an der Reihe gewesen, die Kinder zum Festland und zurück auf die Insel zu bringen. Hatte Stella schon tief im Herzen gewusst, dass ihre Tochter zwar noch eine Zeit lang zurückkommen, dann aber die Insel für immer verlassen würde. Sie hätte den Kindern erzählt, dass Eldon 10 Jahre nach Jane auf die Welt gekommen war, als Bill und sie die Hoffnung schon aufgegeben hatten. Und als wollte er seine verspätete Ankunft wettmachen, lebte Eldon immer noch. Er war Junggeselle geblieben, und in mancher Hinsicht war Stella froh darüber, denn Eldon war nicht der Hellste. Und es gab schließlich genügend Frauen, die einen Mann mit schwerfälligem Verstand und weichem Herz nur ausnützen wollten. Natürlich hätte sie das den Kindern auch nicht erzählt. Aber sie hätte sagen können, Louis und Margaret Godlin zeugten Stella Godlin, die Stella Flanders wurde. Bill und Stella Flanders zeugten Jane und Eldon Flanders, und Jane Flanders wurde Jane Wakefield. Richard und Jane Wakefield zeugten Lois Wakefield, die Lois Perrold wurde. David und Lois Perrold zeugten Lona und Hal. Das sind eure Namen, Kinder. Ihr seid Godlin Flanders Wakefield Perrolds. Auch ihr könnt diese steinige Insel nicht verleugnen. Und ich? Ich bleibe hier, weil das Festland unerreichbar weit entfernt ist. Ja, ich liebe. Jedenfalls habe ich geliebt oder zumindest versucht zu lieben. Aber die Erinnerungen sind so weit und so tief. Und ich kann nicht auf die andere Seite gelangen. Godlin Flanders Wakefield Perrold. Es war der kälteste Februar, seit der nationale Wetterdienst Aufzeichnungen über die Temperaturen machte, und Mitte des Monats war das Eis auf der Meeresstraße einbruchsicher. Schneemobile summten und heulten und kippten um, wenn sie die Eisberge nicht richtig anfuhren. Kinder versuchten Schlittschuh zu laufen, stellten aber fest, dass das Eis dazu viel zu holprig war, und kehrten zum Godlin's Pond auf der anderen Hügelseite zurück.
Doch erst nachdem der kleine Justin McCracken, der Sohn des Pfarrers, mit einem Schlittschuh in eine Eisspalte geraten war und sich die Knöchel gebrochen hatte. Er wurde ins Krankenhaus auf dem Festland gebracht, wo ein Arzt ihm sagte, das Bein würde in Kürze wieder so gut wie neu sein. Freddy Dinsmore starb ganz plötzlich, 3 Tage nach Justin McCrakens Beinbruch. Er hatte im Januar eine Grippe bekommen, wollte aber keinen Arzt zu sich lassen und erzählte allen, es wäre nur eine Erkältung, weil ich ohne meinen Schal rausgegangen bin, um die Post zu holen. Und dann legte er sich ins Bett und starb, bevor man ihn aufs Festland bringen und an all jene Apparaturen anschließen konnte, die in den Krankenhäusern für Leute wie Freddy bereitstanden. Sein Sohn George, ein Säufer ersten Ranges, im zumindest für Säufer fortgeschrittenen Alter von 68 Jahren, fand Freddy mit dem Bangor Daily News in der Hand und seiner ungeladenen Remington neben der anderen. Offenbar hatte der Alte sie gerade reinigen wollen, als der Tod ihn ereilte. George Dinsmore begab sich auf eine 3-wöchige Sauftour, die von jemandem finanziert wurde, der wusste, dass George die Lebensversicherung seines Vaters bekommen würde. Hattie Storrett ging überall herum und erzählte jedem, der es hören wollte, dieser alte George Dinsmore sei ein Luftikus und Liederjan, und sein Benehmen sei eine einzige Schande und Sünde. Überall kursierte die Grippe, die Schule schloss für 2 Wochen und nicht wie sonst üblich für nur eine, weil so viele Kinder krank waren. Ohne Schnee gibt's jede Menge Bazillen, sagte Sarah Havelock. Gegen Ende des Monats, gerade als die Inselbewohner anfingen, trügerische Hoffnung in den März zu setzen, bekam auch Alden Flanders die Grippe. Fast eine Woche lief er damit herum, dann legte er sich mit sehr hohem Fieber ins Bett. Wie Freddy, so wollte auch er keinen Arzt haben, und Stella pflegte ihn, gönnte sich keine Ruhe und machte sich große Sorgen. Alden war zwar nicht so alt wie Freddy, aber der Jüngste war er ja auch nicht mehr. Schließlich fiel dann doch noch Schnee. 6 Zoll am Valentinstag, weitere 6 am 20. Februar und am 29. bei starkem Nordwind gleich 12 Zoll. Ungewohnt war der Blick auf die verschneite Fläche zwischen Bucht und Festland, wo um diese Jahreszeit seit Menschengedenken nur graues, tosendes Wasser gewesen war. Viele Leute gingen zu Fuß zum Festland und zurück. Man brauchte nicht einmal Schneeschuhe, weil der Schnee zu einer festen, glitzernden Kruste gefroren war. Stella dachte, dass vielleicht auch sie auf dem Festland einen Schluck Whisky tranken, allerdings nicht in Dorrit's Tavern, denn die war 1958 abgebrannt. Und sie sah Bill 4-mal. Einmal sagte er, »Du solltest bald kommen, Stella. Wir werden tanzen gehen. Was hältst du davon?« Sie konnte nichts sagen. Sie hatte sich die Faust in den Mund gesteckt. Hier gab es alles, was ich jemals wollte oder brauchte, hätte sie ihren Urenkeln sagen können. Wir hatten das Radio und jetzt haben wir auch das Fernsehen und das ist alles, was ich von der Welt jenseits der Meeresstraße will. Ich hatte ja aus hier ein meinen Garten. Und Hummer? Nun, wir hatten hinten auf dem Herd immer einen Hummereintopf stehen und wenn der Pfarrer uns besuchen kam, stellten wir den Topf in die Speisekammer, damit er nicht sah, dass wir die arme Leutesuppe aßen. Ich habe gutes und schlechtes Wetter erlebt, und wenn es je Zeiten gab, wo ich mich fragte, wie es wohl sein mochte, wirklich im Sears herumzuschlendern, anstatt nur nach dem Katalog zu bestellen, oder wie es sein mochte, in einem jener Supermärkte zu gehen, anstatt im hiesigen Laden einzukaufen, oder Alden aufs Festland rüberzuschicken, wenn etwas Besonderes wie ein Weihnachtskapaun oder ein Osterschinken benötigt wurde, oder wenn ich mir je wünschte, einmal, nur einmal, auf der Congress Street in Portland zu stehen und all die Leute in ihren Autos und auf den Gehwegen zu sehen, mehr Leute auf einem Blick, als die Insel heute Bewohner zählt. Wenn ich mir solche Dinge je gewünscht habe, so habe ich dies hier doch stets vorgezogen. Ich bin nicht seltsam, ich bin keine Ausnahme. Für eine Frau meines Alters bin ich nicht überspannt. Ich glaube eben mit ganzer Seele, dass es besser ist, tief zu pflügen als vielen. Dies ist meine Heimat, und ich liebe sie. Eines Tages im März, als der Himmel so weiß und so beängstigend war wie ein Gedächtnisverlust, saß Stella Flanders zum letzten Mal in ihrer Küche, schnürte zum letzten Mal ihre Stiefel über ihre mageren Waden und wickelte sich zum letzten Mal ihren leuchtend roten Wollschal. Hattie hatte ihn ihr vor 3 Jahren zu Weihnachten geschenkt um ihren Hals. Unter ihrem Kleid trug sie eine Garnitur von Aldens langer Unterwäsche. Das Taillenband der Unterhose hing ihr bis zu den schlaffen Brüsten, das Unterhemd fast bis zu den Knien. Draußen kam wieder stärkere Wind auf, und im Radio wurde für den Nachmittag Schneefall angesagt.
Sie zog ihren Mantel und ihre Handschuhe an. Nach kurzer Überlegung zog sie darüber noch ein paar von Aldens Handschuhen. Alden hatte sich von der Grippe erholt, und an diesem Vormittag waren er und Harley Blood drüben bei Missy Bowie, um eine Wintertür wieder einzuhängen. Missy hatte ein Mädchen zur Welt gebracht. Stella hatte es gesehen, und das arme kleine Würmchen hatte eine verblüffende Ähnlichkeit mit seinem toten Vater. Stella stand einen Augenblick am Fenster und blickte auf die Meeresstraße hinab, und dort war Bill, wie sie schon vermutet hatte. Er stand etwa auf halbem Weg zwischen Insel und Festland, stand auf dem Wasser wie Jesus und winkte ihr zu. Und mit seinem Winken schien er ihr sagen zu wollen, dass es höchste Zeit war, wenn sie die Absicht hatte, noch in diesem Leben einen Fuß aufs Festland zu setzen. »Wenn du es unbedingt willst, Bill«, murrte sie, »weiß Gott, ich will's nicht.« Aber der Wind sprach andere Worte. Sie wollte dieses Abenteuer erleben. Es war ein schmerzhafter Winter für sie gewesen. Die Arthritis, die sich von Zeit zu Zeit bemerkbar machte, hatte sie mit besonderer Heftigkeit überfallen und ihre Finger- und Kniegelenke mit rotem Feuer und blauem Eis gemartert. Ein Auge war trüb geworden, so dass sie damit nur noch verschwommen sehen konnte. Und ausgerechnet am nächsten Tag hatte Sarah mit einigen Unbehagen festgestellt, dass Stellas Feuermal, das sie seit über 30 Jahren hatte, plötzlich sprunghaft größer zu werden schien. Am schlimmsten war aber, dass die heftigen Magenschmerzen wieder eingesetzt hatten, und vor 2 Tagen war sie um 5 Uhr morgens aufgestanden, über den kalten Fußboden ins Bad gewankt und hatte einen großen Klumpen hellrotes Blut in die Toilette gespuckt. Und an diesem Morgen hatte sich der Vorfall wiederholt. Das Blut war ekelhaft und stank nach Fäule. Die Magenschmerzen waren in den letzten 5 Jahren immer wieder gekommen und gegangen, manchmal schwächer, manchmal heftiger, und sie hatte fast von Anfang an gewusst, dass es nur Krebs sein konnte. Er hatte ihre Mutter und ihren Vater dahin gerafft, und ebenso auch den Vater ihrer Mutter. Keiner von ihnen war älter als 70 geworden, und so konnte sie eigentlich ganz zufrieden sein. Sie hatte, allen Wahrscheinlichkeitsberechnungstabellen der Lebensversicherungen zum Trotz, ein sehr hohes Alter erreicht. »Du isst wie ein Scheunendrescher«, hatte Alden grinsend gesagt, kurz nachdem die Schmerzen begonnen hatten und sie zum ersten Mal Blut im Morgenstuhl bemerkt hatte. »Weißt du denn nicht, dass alte Leute wie du angeblich nur noch wenig Appetit haben?« »Halt den Mund oder setzt was«, hatte Stella geantwortet und gegen ihren grauhaarigen Sohn die Hand erhoben, der sich zum Spaß geduckt und gerufen hatte, »nicht mal, ich nehm's ja zurück.« Ja, sie hatte herzhaft gegessen, nicht weil sie so viel Appetit hatte, sondern weil sie glaubte, wie viele Menschen ihrer Generation, dass der Krebs sie in Ruhe lassen würde, wenn sie ihn gut fütterte. Und vielleicht funktionierte das tatsächlich, zumindest eine Weile. Das Blut in ihrem Stuhl kam und ging, und manchmal war lange Zeit überhaupt keins zu sehen. Alden gewöhnte sich daran, dass sie meistens eine zweite Portion aß, und auch eine dritte, wenn die Schmerzen besonders schlimm waren. Aber sie nahm nicht 1 Gramm zu. Jetzt schien der Krebs aber schließlich doch dahin vorgedrungen zu sein, was die Franzosen Pièce de Résistance nennen. Sie ging zur Tür und sah an einem der alten Holznägel im Flur Aldens Mütze hängen, die mit dem Pelz gefütterten Ohrklappen. Sie setzte sie auf. Der Schirm rutschte ihr bis zu den buschigen, einstmals dunklen Augenbrauen, die nun aber schon größtenteils weiß waren, und blickte sich dann ein letztes Mal um. Sie wollte sich vergewissern, dass sie nichts vergessen hatte. Im Ofen brannte ein schwaches Feuer, und Alden hatte die Abzugsklappe wieder zu weit geöffnet. Sie hatte es ihm unzählige Male erklärt, aber er vergaß es immer wieder. »Alden, du wirst jeden Winter ein Viertel Klafter mehr Holz verbrauchen, wenn ich nicht mehr da bin«, murmelte sie, und öffnete die Ofentür. Sie warf einen Blick hinein und stieß einen leisen, entsetzten Schrei aus. Sie warf die Ofentür zu und stellte mit zitternden Fingern die Abzugsklappe richtig ein. Einen Moment lang, den Bruchteil einer Sekunde, hatte sie in der Kohlenglut das Gesicht ihrer alten Freundin Annabelle France gesehen. Es war haargenau ihr Gesicht gewesen, bis hin zu den Grübchen in ihren Wangen. Hatte auch Annabelle ihr zugewinkt? Sie überlegte, ob sie Alden einen Zettel schreiben und ihm erklären sollte, wohin sie gegangen war, aber dann dachte sie, dass Alden es vermutlich auch so verstehen würde. Auf seine eigene, langsame Weise würde er schon den richtigen Schluss ziehen. Während ihr Verstand immer noch Sätze für diesen Zettel formulierte, »Seit dem ersten Wintertag habe ich mehrmals deinen Vater gesehen, und er sagt, Sterben sei nicht so schlimm. Zumindest glaube ich, dass es das ist, was er mir sagen will«, trat Stella an den weißen Tag hinaus. Der Wind stürzte sich sofort auf sie, und sie musste Aldens Mütze noch etwas tiefer ziehen, damit der Wind sie ihr nicht stehlen und nur so zum Spaß davontragen konnte.
Die Kälte schien durch jede kleinste Ritze ihrer Kleidung tief in sie einzudringen. Feuchte Märzkälte, die nassen Schnee ankündigte. Sie ging den Hügel hinab, in Richtung Bucht. Behutsam setzte sie ihre Füße auf die Ziegel, mit denen George Dinsmore in Abständen den Pfad ausgelegt hatte. Einmal hatte George auf dem Festland Arbeit gefunden. Er sollte für die Stadt Raconheath mit dem Motorpflug flügen, aber während des großen Sturms im Jahre 77 hatte er sich mit Whisky so volllaufen lassen, dass er dann nicht nur einen, auch nicht zwei, sondern gleich drei Strommasten über den Haufen gefahren hatte. 5 Tage lang hatten die Leute drüben in Raconheath kein Licht gehabt. Stella erinnerte sich jetzt wieder daran, wie sonderbar es gewesen war, über die Meeresstraße hinweg zu blicken und auf der anderen Seite nur Dunkelheit zu sehen. Man war so sehr daran gewöhnt, drüben die kleine, tapfere Lichtgruppe zu sehen. Jetzt arbeitete George nur noch auf der Insel, und nachdem es hier keine Motorpflüge gab, konnte er nicht viel Unheil anrichten. Als Stella an Russell Bowies Haus vorbeiging, sah sie die totenblasse Missy aus dem Fenster schauen. Stella winkte ihr zu, Missy winkte zurück. Sie hätte ihren Urenkeln erzählen können, auf der Insel haben wir uns immer selbst um alles gekümmert. Als Gerd Henraid sich damals den Blutgefäßriss in der Brust zugezogen hatte, aßen wir alle einen ganzen Sommer lang zu Abendessen nur einfachen Eintopf, um seine Operation in Boston bezahlen zu können. Und Gerd kehrte lebendig auf die Insel zurück, Gott sei Dank. Als George Dinsmore jene Strommasten über den Haufen fuhr und die Stromwerke sein Haus pfänden wollten, sorgten wir dafür, dass sie ihr Geld bekamen und dass George genügend Arbeit hatte, um sich Zigaretten und Schnaps kaufen zu können. Warum auch nicht? Nach Feierabend taugte er sowieso für nichts anderes, aber wenn er erst einmal angekurbelt war, schuftete er wie ein Ackergaul. Dass er jenes eine Mal in Schwierigkeiten geraten war, hatte nur daran gelegen, dass er abends arbeiten musste. Und der Abend war für ihn eben die Zeit zum Trinken. Sein Vater hat ihn jedenfalls immer durchgiftet. Und jetzt ist da die arme Missy Bowie, die mit 5 Kindern alleine zurückgeblieben ist. Vielleicht wird sie doch hier bleiben und ihr Geld von der Fürsorge und von der Hilfsorganisation ADC bekommen. Es wird höchstwahrscheinlich nicht ausreichen, aber sie wird hier jede Hilfe erhalten, die sie braucht. Vermutlich wird sie weggehen. Aber wenn sie auf der Insel bleibt, verhungern wird sie hier auf keinen Fall. Und hört gut zu. Lona und Hale. Wenn sie hier auf der Insel bleibt, wird sie vielleicht imstande sein, etwas von dieser kleinen Welt, mit der schmalen Meerstraße auf der einen Seite und der unendlich breiten Meeresstraße auf der anderen Seite zu bewahren. Etwas, das sie nur allzu leicht verlieren könnte, wenn sie in Leaviston mit Essenstellern oder in Portland mit Kuchen oder im Nashville North in Bangor mit Drinks herumhasten muss. Und ich bin alt genug, um nicht wie eine Katze um den heißen Brei herumzuschleichen, was dieses etwas sein könnte. Eine besondere Existenzform, eine ganz bestimmte Lebensweise, ein ungewöhnlich starkes Gefühl der Zusammengehörigkeit, der Solidarität. Sie hatten hier auf der Insel die Dinge immer selbst in die Hand genommen, auch in anderer Hinsicht, aber das hätte sie ihren Urenkeln nicht erzählt. Die Kinder hätten es nicht verstanden, auch Lois und David nicht. Jane hatte allerdings die Wahrheit noch gekannt. Da war Norman und Etty Wilsons Baby gewesen. Es kam Mongoloid auf die Welt. Die armen, winzigen Füßchen nach innen abgewinkelt, das kahle Köpfchen plump und deformiert. Zwischen den Fingerchen hatte es Schwimmhäute, so als hätte es zu lange und zu tief geträumt, während es in jener Meeresstraße im Mutterleibe herumgeschwommen war. Reverend McCracken kam damals, um das Baby zu taufen, und am nächsten Tag erschien Mary Dodge, die schon zu jener Zeit bei über 100 Geburten als Hebamme dabei gewesen war, und Norman ging mit Etty den Hügel hinab, um Frank Childs neues Boot anzuschauen, und obwohl Etty kaum laufen konnte, ging sie ohne zu klagen mit ihm, auch wenn sie auf der Türschwelle noch einmal stehen blieb und zu Mary Dodge hinüberschaute, die ruhig neben der Wiege des Kindes saß und strickte. Mary blickte kurz auf, und als ihre Augen sich trafen, brach Etty in Tränen aus. »Komm«, sagte Norman tief traurig. »Komm, Etty, komm, komm mit.« Und als sie 1 Stunde später zurückkam, war das Baby tot. Und war es nicht eine Gnade Gottes, dass es so schnell gestorben war, ohne leiden zu müssen? Und viele Jahre vor diesem Ereignis, noch vor dem Krieg, zur Zeit der großen Depression, waren 3 kleine Mädchen auf dem Heimweg von der Schule belästigt worden. Nicht allzu schlimm belästigt. Sichtbare Narben hatten sie zumindest nicht zurückbehalten. Alle 3 erzählten von einem Mann, der gesagt hatte, er würde ihnen ein Kartenspiel zeigen, wo auf jeder Karte eine andere Hunderasse abgebildet wäre. Er würde ihnen diese herrlichen Karten zeigen, sagte der Mann,
wenn die kleinen Mädchen mit ihm in die Büsche gingen. Und in den Büschen, erklärte der Mann dann, aber zuerst müsst ihr das da anfassen. Eins der kleinen Mädchen war Gert Sainz, die später, 1978, für ihre Arbeit in Brunswick High zur Lehrerin des Jahres von Maine gewählt worden war. Und die damals erst 5-jährige Gert erzählte ihrem Vater, dass dem Mann an einer Hand ein paar Finger gefehlt hätten. Eines der beiden anderen Mädchen bestätigte das. Das dritte konnte sich an nichts erinnern. Stella wusste noch genau, wie Alden an einem gewitterigen Tag in einem Sommer wegging, ohne ihr zu sagen, wohin, obwohl sie ihn gefragt hatte. Sie blickte ihm aus dem Fenster nach und sah, dass am Ende des Pfades Bull Symes auf ihn wartete, und dann stieß Freddy Dinsmore zu ihnen. Und unten an der Bucht sah sie ihren eigenen Mann, der morgens wie gewöhnlich mit seinem Essgeschirr unter dem Arm zur Arbeit gegangen war. Andere Männer gesellten sich zu ihnen, und als sie sich schließlich auf den Weg machten, zählte Stella 11 Männer, unter ihnen auch den Vorgänger von Reverend McCracken. Und an jenem Abend wurde ein Bursche namens Daniels am Fuße von Sliders Point tot aufgefunden, wo die Felsen aus dem Meer ragten wie die Fangzähne eines Drachen, der mit offenem Maul ertrunken ist. Dieser Daniels war ein Mann, den Big George Havelock eingestellt hatte, damit er ihm helfen sollte, neue Fußböden in seinem Haus zu verlegen und in seinem Lastwagen einen neuen Motor einzubauen. Daniels stammte aus New Hampshire, und er war ein wahrer Meister im Reden und hatte genügend andere Aushilfsjobs gefunden, nachdem die Arbeit bei den Havelocks beendet war. Und wie herrlich er immer in der Kirche gesungen hatte. Offensichtlich, so hieß es, war Daniels oben auf Sliders Point herumspaziert, ausgerutscht und hinabgestürzt. Er hatte sich das Genick gebrochen und sein Schädel war zertrümmert. Da er, so viel bekannt war, keine Familie hatte, wurde er auf der Insel beerdigt. Und der Vorgänger von Reverend McCracken hielt die Grabrede und sagte, dieser Daniels sei ein guter Arbeiter gewesen, der richtig zupacken konnte, obwohl ihm an der rechten Hand 2 Finger gefehlt hätten. Dann spendete er den Segen und die Leute gingen in die Gemeindehalle, wo sie Punsch tranken und Käsesandwiches aßen. Stella hatte ihre Männer nie gefragt, wohin sie an jenem Abend, als Daniels von Sliders Point abstürzte, gegangen waren. Kinder, hätte sie sagen können, wir haben immer alles selbst in die Hand genommen. Wir mussten es tun, denn die Meeresstraße war damals breiter, und wenn der Wind heulte und die Brandung toste und es früh dunkel wurde, kamen wir uns sehr klein vor, winzige Stäubchen in den Augen unseres Schöpfers. Deshalb war es ganz natürlich, dass wir einander die Hände reichten und eine enge Gemeinschaft bildeten. Wir reichten einander die Hände, Kinder, und wenn es Zeiten gab, wo wir uns fragten, was für einen Sinn das alles hatte, oder ob es so etwas wie Liebe überhaupt gibt, so kam das nur daher, weil wir in langen Winternächten den Wind und die Brandung gehört hatten und uns fürchteten. Nein, ich hatte nie das Bedürfnis, die Insel zu verlassen. Hier war mein Platz, hier war mein Leben. Damals war die Meeresstraße breiter. Stella erreichte die Bucht. Der Wind blähte ihre Kleidung auf wie eine Fahne. Sie blickte nach rechts und links. Wenn jemand zu sehen gewesen wäre, wäre sie noch ein Stück am Ufer weitergegangen und hätte ihr Glück bei den umgestürzten Felsen versucht, obwohl sie vereist waren. Aber kein Mensch war in der Nähe, und so ging sie dem Pier entlang, vorbei am alten Bootshaus. Am Ende angelangt, blieb sie einen Moment lang mit erhobenem Haupt stehen und lauschte dem Heulen des Windes, das durch die pelzgefütterten Ohrenklappen nur gedämpft zu hören war. Dort draußen stand Bill und winkte. Hinter ihm, jenseits der Meeresstraße, konnte sie drüben auf Rakenheath die Congo Church sehen. Nur die Kirchturmspitze hob sich vom weißen Himmel kaum ab. Stöhnend setzte sie sich auf die Kante des Piers und ließ sich dann auf die Schneekruste herabgleiten. Ihre Stiefel sanken dabei ein wenig ein. Sie rückte Aldens Mütze wieder zurecht, wie sehr der Wind sie ihr doch vom Kopf reißen wollte, und begann, auf Bill zuzugehen. Einmal dachte sie daran, einen Blick zurückzuwerfen, aber dann ließ sie es lieber bleiben. Sie glaubte, das nicht ertragen zu können. Sie bewegte sich stetig vorwärts, ihre Stiefel knirschten auf der Schneekruste und die Eisfläche vibrierte leicht unter ihren Füßen. Dort war Bill, und er stand jetzt ein Stück weiter hinten, aber er winkte immer noch. Sie hustete und spuckte Blut auf den weißen Schnee, der das Eis bedeckte. Jetzt dehnte sich die Meeresstraße nach allen Seiten zu weit aus, und zum ersten Mal in ihrem Leben konnte sie ohne Aldens Fernglas das Schild »Stanton's Bay and Boat« drüben am anderen Ufer lesen. Sie sah auf der Hauptstraße von Rakenheath Autos hin und her fahren und dachte mit Staunen, sie können fahren, soweit sie wollen. Portland, Boston, New York City,
Stell sich das einer vor. Und sie konnte es sich fast vorstellen, konnte sich fast eine Straße vorstellen, die immer weiterführte, der die Welt weit offen stand. Eine Schneeflocke wirbelte an ihren Augen vorbei, noch eine dritte. Gleich darauf schneite es leicht, und sie ging durch eine herrlich weiße, sich ständig verändernde Welt. Sie sah Rakenheath wie durch einen dünnen Schleier, der manchmal fast verschwand. Wieder rückte sie Aldens Mütze zurecht, und von deren Schirm fiel ihr Schnee in die Augen. Der Wind wirbelte den Neuschnee zu nebelhaften Figuren auf, und in einer davon sah sie Carl Abersham, der zusammen mit Hattie Stoddards Mann mit dem Dancer untergegangen war. Bald schneite es aber heftiger, und alle Konturen verschwammen. Die Hauptstraße von Rakenheath wurde immer unwirklicher und verschwand schließlich ganz. Eine Weile konnte sie noch das Kreuz auf der Kirche sehen, aber dann entschwand es ebenfalls ihren Blicken. Als letztes verschwand das leuchtend gelbe Schild mit der schwarzen Aufschrift Stanton Spade and Boat, wo man auch Motorenöl, Fliegenfänger, Sandwiches und Budweiser bekommen konnte. Dann ging Stella durch eine völlig farblose Welt, einen grau-weißen Schneetraum. Genau wie Jesus, der auf dem Wasser wandelte, dachte sie. Und nun warf sie doch einen Blick zurück. Aber inzwischen war auch die Insel verschwunden. Sie sah ein Stück weit ihre eigenen Fußspuren, deren Umrisse immer undeutlicher wurden, bis zuletzt nur noch die Halbkreise ihrer Absätze ganz schwach zu erkennen waren. Und dann nichts mehr. Überhaupt nichts mehr. Sie dachte, es ist eine richtige Waschküche. Du musst aufpassen, Stella. Sonst kommst du nie ans Festland, sondern läufst immer im Kreis herum, bis du erschöpft bist, und dann erfrierst du hier draußen. Ihr fiel ein, wie Bill ja einmal erzählt hatte, wenn man sich im Wald verirre, müsse man so tun, als wäre das rechte Bein. Wenn man ein Rechtshänder war, sonst das andere, lahm. Andernfalls würde dieses kräftigere Bein selbstständig die Führung übernehmen, und man würde im Kreis laufen, und das nicht einmal bemerken, bis man wieder bei seinen eigenen Fußspuren anlangte. Stella glaubte nicht, dass sie sich so etwas leisten konnte. Schneefall heute, in der Nacht und morgen, hatte es im Wetterbericht geheißen, und in dieser konturenlosen weißen Welt würde sie nicht einmal wissen, ob sie wieder bei ihren eigenen Fußspuren angelangt war, denn der Wind und der Neuschnee würden sie schon lange vorher einholen. Trotz der zwei Paar Handschuhe spürte sie ihre Hände nicht mehr, und ihre Füße waren schon seit einiger Zeit taub vor Kälte. In gewisser Weise war das sogar eine Erleichterung, denn dadurch nahm sie auch die Arthritis nicht mehr wahr. Stella begann künstlich zu hinken und zwang ihr linkes Bein zu größerer Leistung. Die Arthritis in ihren Knien war nicht eingeschlafen und die Schmerzen wurden immer heftiger. Vor Anstrengung bleckte sie die Zähne. Sie hatte immer noch ihre eigenen und nur vier fehlten. Blickte starr geradeaus und wartete darauf, dass das gelb-schwarze Schild aus dem umherwirbelnden Weiß auftauchen würde. Aber es tauchte nicht auf. Etwas später bemerkte sie, dass das strahlende Weiß zu einem eintönigeren Grau zu verblassen begann. Es schneite immer dichter und heftiger. Sie spürte zwar noch die feste Schneekruste unter ihren Füßen, aber jetzt musste sie durch 5 Zoll hohen Neuschnee stapfen. Sie schaute auf ihre Uhr, doch sie war stehen geblieben. Stella dachte, dass sie zum ersten Mal seit 20 oder 30 Jahren vergessen haben musste, die Uhr aufzuziehen. Oder war sie einfach endgültig stehen geblieben? Die Uhr hatte früher ihrer Mutter gehört, und Stella hatte sie 2-mal Alden aus Festland mitgegeben, wo Mr. Dosty in Rakenheath sie zuerst gebührend bewundert und dann gereinigt hatte. Zumindest ihre Uhr war auf dem Festland gewesen. Etwa eine Viertelstunde, nachdem sie das Abnehmen des Tageslichts bemerkt hatte, fiel sie zum ersten Mal hin. Einen Augenblick blieb sie so, auf Händen und Knien, und dachte, wie leicht es doch wäre, einfach hier zu bleiben, sich möglichst klein zu machen und dem Wind zu lauschen. Aber dann gewann ihre Entschlossenheit, mit deren Hilfe sie so viel schwierige Lebenssituationen gemeistert hatte, wieder die Oberhand, und sie richtete sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf. Sie stand im Wind, blickte geradeaus und strengte ihre Augen an. Aber sie konnte nichts sehen. Bald wird es dunkel sein. Nun, sie musste vom richtigen Weg abgekommen sein, nach rechts oder links, andernfalls hätte sie inzwischen schon aufs Festland erreicht. Sie glaubte jedoch nicht, sich total verirrt zu haben, dass sie sich jetzt parallel zum Festland oder gar wieder in Richtung Goat Island bewegte. Ein innerer Kompass in ihrem Kopf sagte ihr, dass sie das Hinken übertrieben hatte und zu weit nach links geraten war. Bestimmt ging sie immer noch auf das Festland zu, aber jetzt in einer zeitraubenden Diagonale. Jener innere Kompass wollte, dass sie sich nach rechts hielt.
Aber sie hörte nicht auf ihn. Stattdessen ging sie geradeaus weiter, stellte aber das künstliche Hinken ein. Ein Hustenanfall schüttelte sie, und wieder färbte sich der weiße Schnee rot mit ihrem Blut. 10 Minuten später, das Grauen nahm eine immer dunklere Schattierung an, und sie war jetzt umgeben vom gespenstischen Zwielicht eines dichten Schneesturms, stürzte sie erneut. Und diesmal gelang es ihr erst beim zweiten Versuch, wieder auf die Beine zu kommen. Sie stand schwankend im Schnee, konnte sich im Wind kaum noch aufrecht halten und spürte, wie schwäche Wellen sie überkamen und ihr abwechselnd ein Gefühl von Schwere und Leichtigkeit verliehen. Vielleicht rührte das dumpfe Brausen in ihren Ohren nicht nur vom Wind her, aber es war mit Sicherheit der Wind, dem es endlich gelang, ihr Ordensmütze vom Kopf zu reißen. Stella versuchte vergeblich, sie zu erhaschen. Der Wind wirbelte sie außer Reichweite, ließ den leuchtend orangefarbenen Tupfen durch das dunkle Grau tanzen. Dann rollte er sie ein Stückchen durch den Schnee, hob sie wieder auf und blies sie so weit weg, dass Stella sie nicht mehr sehen konnte. Gleichzeitig fegte er ihr durchs Haar und zerzauste es kräftig. »Macht nichts, Stella«, sagte Bill. »Du kannst meine aufsetzen.« Sie schnappte nach Luft und schaute sich nach allen Seiten um. Sie hatte sich mit den behandschuhten Händen den unwillkürlich an die Brust gegriffen, und sie spürte, wie scharfe Fingernägel sich in ihr Herz krallten. Zunächst sah sie nichts als das dichte Schneegestöber, und dann kam aus der grauen Kehle dieses Abends, durch die der Wind mit der Stimme eines Teufels in einem Schneetunnel heulte, ihr Mann auf sie zu. Zuerst sah sie nur tanzende Farben im Schnee, rot, dunkelgrün, hellgrün. Dann verdichteten sich diese Farben zu einer Flanelljacke mit hochgestelltem Kragen, Flanellhose und Grünstiefeln. Mit einer fast absurd ritterlichen Geste hielt er ihr seine Mütze hin, und sein Gesicht war Bills Gesicht, wie es ausgesehen hatte, bevor es vom Krebs gezeichnet wurde. War das alles, wovor sie Angst gehabt hatte? Dass ein ausgemergelter Schatten ihres Mannes sie erwarten würde? Eine Gestalt wie aus einem Konzentrationslager mit überstraffter, durchscheinender Haut? Über den Backenknochen und tief in die Höhlen eingefallene Augen, und eine Woge der Erleichterung erfasste sie. »Bill, bist du es wirklich?« »Klar.« »Bill«, sagte sie noch einmal, glücklich, und machte sich einen Schritt auf ihn zu. Ihre Beine ließen sie im Stich, und sie dachte, dass sie stürzen würde, mitten durch ihn hindurch. Schließlich war er ja ein Geist. Aber er fing sie auf, mit Armen, die so stark und kraftvoll waren, wie einst, als er sie über die Schwelle des Hauses getragen hatte, in dem sie zuletzt nur noch mit Eugen gelebt hatte. Er stützte sie, und einen Augenblick später spürte sie, wie die Mütze ihr fest auf den Kopf gedrückt wurde. »Bist du's wirklich?«, fragte sie wieder, und blickte in sein Gesicht empor, betrachtete die Krähenfüße um seine Augen, die sich noch nicht tief in seine Haut eingegraben hatten, betrachtete den Schnee auf den Schultern seiner Jacke, betrachtete sein dichtes braunes Haar. »Ich bin's«, sagte er. »Wir sind alle hier.« Er vollführte zusammen mit ihr eine halbe Drehung, und sie sah die anderen aus dem Schnee auftauchen, den der Wind in der sich verdichtenden Dunkelheit über die Meeresstraße fegte. Ein Schrei, halb vor Freude, halb vor Angst, kam aus ihrem Mund, als sie Madeleine Stoddard, Hattys Mutter, in ihrem blauen Kleid erblickte, dass der Wind glockenförmig bauschte, und ihre Hand hielt Hattys Vater. Kein vermodertes Skelett irgendwo auf dem Meeresgrund, sondern jung und unversehrt. Und dort, hinter den beiden, »Annabel«, rief sie, »Annabel Frayne, bist du's?« Es war Annabel. Sogar in diesem Schneegestöber erkannte Stella das gelbe Kleid, das Annabel bei Stellas Hochzeit getragen hatte, und als sie an Bills Arm auf ihre tote Freundin zutaumelte, glaubte sie Rosenduft wahrzunehmen. »Annabel!« »Wir sind jetzt fast da, Liebes«, sagte Annabel und nahm ihren anderen Arm. Das gelbe Kleid, das seinerzeit als gewagt bezeichnet worden war, das aber zum Glück für Annabel und zur allgemeinen Erleichterung doch kein Skandal gewesen war, ließ ihre Schultern frei, aber Annabel schien die Kälte nicht zu spüren. Ihr langes, weiches, kastanienbraunes Haar wehte im Wind. Nur noch ein kleines Stückchen. Sie bewegten sich wieder vorwärts. Bill und Annabel stützten Stella. Andere Gestalten tauchten aus schneeiger Nacht auf, denn es war inzwischen Nacht geworden. Stella erkannte viele von ihnen, aber nicht alle. Tommy Frayne hatte sich zu Annabel gesellt. Big George Havelock, der in den Wäldern eines so grässlichen Todes gestorben war, ging hinter Bill. Da kam der Mann, der fast 20 Jahre lang Leuchtturmwärter von Raycon Heath gewesen war und der zu den Scribbage-Turnieren, die Freddy Dinsmore jeden Februar veranstaltete, immer auf die Insel zu kommen pflegte. Sein Name lag Stella auf der Zunge, fiel ihr aber nicht ein.
Und da war auch Freddy selbst. Etwas seitlich von Freddy ging ganz für sich mit verwirrtem Gesichtsausdruck Russell Bowie. »Sieh mal, Stella«, sagte Bill, und sie sah etwas Schwarzes aus der Dunkelheit emporragen, wie die zerschellten Bugge vieler Schiffe. Es waren aber keine Schiffe, es waren zerklüftete Felsen. Sie hatte das Festland erreicht. Sie hatten die Meeresstraße überquert. Sie hörte Stimmen, war sich aber nicht sicher, ob sie wirklich sprachen. »Gib mir deine Hand, Stella, liebst. Gib mir deine Hand, Bill, oh, liebst. Annabelle, Freddy, Russell, John, Hattie, Frank, gib mir die Hand. Gib mir die Hand. Die Hand. Liebst du?« »Willst du mir deine Hand geben, Stella?« fragte eine neue Stimme. Sie schaute sich um, und dort war Bull Syme. Er lächelte ihr freundlich zu, und doch spürte sie, wie Angst sie überkam, als sie es ihm an den Augen ablas, und einen Moment lang wich sie etwas zurück und umklammerte Bills Hand noch fester. »Ist es Zeit?« fragte Bill. »Oh ja, Stella, ich glaub schon. Aber es tut nicht weh. Zumindest habe ich nie etwas davon gehört. All die Schmerzen, die hat man vorher.« Plötzlich brach sie in Tränen aus, in all die Tränen, die sie nie geweint hatte, und legte ihre Hand in Bulls Hand. »Ja«, sagte sie. »Ja, ich werde lieben. Ja, ich liebte. Ja, ich liebe.« Sie standen im Kreis, die Toten von Goat Island, und der Wind heulte um sie herum und trieb den Schnee vor sich her, und eine Art Lied entrang sich Stellas Brust. Es stieg in den Wind empor, und der Wind trug es fort. Und dann sangen sie alle, wie Kinder mit ihren hohen, lieblichen Stimmen singen, wenn ein Sommerabend in eine Sommernacht übergeht. Sie sangen, und Stella spürte, wie sie zu ihnen und mit ihnen gingen, endlich jenseits der Meeresstraße angelangt. Ein bisschen tat es weh, aber nicht allzu sehr. Ihre Entjungferung war schmerzhafter gewesen. Sie standen im Kreise der Nacht. Der Schnee wirbelte um sie herum und sie sangen. Sie sangen und Alden konnte es David und Lois nicht erzählen, aber im Sommer nach Stellas Tod, als die Kinder wie jedes Jahr für 2 Wochen auf die Insel kamen, erzählte er es Lona und Hal. Er erzählte ihnen, dass während der großen Winterstürme der Wind mit fast menschlichen Stimmen zu singen scheint und dass es ihm manchmal so vorgekommen war, als könnte er sogar die Worte verstehen. Praise God, from whom all blessings flow. Praise him, ye creatures here below. Preiset Gott, von dem alle Gnaden kommen. Lob preises ihn, alle Geschöpfe hienieden. Aber er erzählte ihnen nicht, man stelle sich nur einmal den langsamen, fantasielosen Orden Flanders vor, der so etwas laut sagt, wenn auch nur zu Kindern, dass er manchmal diese Töne hörte und ihn dann fröstelte, auch wenn er dicht am Ofen saß, dass er dann seine Schnitzarbeit oder das Netz, das er flicken wollte, beiseite legte und dachte, dass der Wind mit den Stimmen all jener sang, die verstorben waren, dass sie irgendwo draußen auf der Meeresstraße standen und sangen wie Kinder. Er glaubte, ihre Stimmen zu hören, und in solchen Nächten träumte er manchmal, dass er, ungesehen und ungehört, bei seiner eigenen Beerdigung die Doxologie sang. Es gibt Dinge, die sich einfach nicht anderen mitteilen lassen, und es gibt andere, die zwar nicht direkt geheimnisvoll sind, über die man aber doch nicht spricht. Einen Tag, nachdem der Sturm sich ausgetobt hatte, hatten sie Stella erfroren auf dem Festland gefunden. Sie saß auf einem natürlichen Feldstuhl, etwa 100 Yards südlich der Stadtgrenzen von Rakenheath. Der Arzt äußerte sein Erstaunen. Stella hatte einen Weg von mehr als 4 Meilen zurückgelegt und die bei unerwarteten, außergewöhnlichen Todesfällen gesetzlich vorgeschriebene Autopsie hatte Krebs im fortgeschrittenen Stadium ergeben. Die alte Frau war davon ganz zerfressen gewesen. Hätte Alden, David und Lois sagen sollen, dass die Mütze auf Stellas Kopf nicht die seinige gewesen war? Larry McKean hatte diese Mütze wiedererkannt. Ebenso John Benson. Er hatte es in ihren Augen gelesen. Und vermutlich hatten sie es in seinen Augen gelesen. Er war noch nicht so alt, dass er die Mütze seines toten Vaters vergessen hätte. Ihre Form oder die Stellen, wo der Schirm eingerissen gewesen war. Das sind Dinge, über die man langsam nachdenken muss.
hätte er den Kindern gesagt, wenn er dafür die richtigen Worte gefunden hätte. Dinge, über die man lange nachdenken muss. Während die Hände ihre Arbeit verrichten und der Kaffee in einer stabilen Porzellankanne neben einem steht, vielleicht sind es Fragen der Meeresstraße. Singen die Toten? Und lieben sie die Lebenden? In den Nächten, in denen Lona und Hal mit ihren Eltern in L. Currys Boot aufs Festland zurückgefahren waren und die Kinder zum Abschied gewinkt hatten, dachte Eldon über diese und andere Fragen und über die Sache mit der Mütze seines Vaters nach. Singen die Toten? Lieben sie? In jenen langen, einsamen Nächten, als seine Mutter Stella Flanders zu guter Letzt zu ihrem Grabe ging, kam es Eldon oft so vor, als täten sie beides.